Was geht ab, Stani? Ist zurück auf der YouTuber-Insel. Heute werden wir das gegnerische Team S2Revive-Russisch richtig krank fängt. Und zwar, ich habe eine überkrasse Idee gehabt. Und zwar, ich habe mir eine Pickaxe gemacht mit Behutsamkeit. Und mit Behutsamkeit kann man nämlich diese Blöcke abbauen, Leute. Das sind nämlich diese Wardenblöcke. Und ich habe jetzt hier schon mal mir einige besorgt. Guck mal, wie geil das aussieht. Und das sind ja quasi, der Warden ist ja so ein bisschen böse. Könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Guck mal, ich kann die hier so hinstellen. Das sieht richtig nice aus, ey. Und diese Blöcke, also die breiten sich irgendwie nach und nach aus, dass sie quasi die ganze Welt einnehmen. Ich habe hier selbst so ein Skulk-Dings hier, so ein Kreischer, Leute. Ich habe keine Ahnung, was der macht, ob dann hier nicht, dass hier jetzt ein Warden kommt, Leute. Aber diese Dinger habe ich mir auf jeden Fall besorgt. Das ist richtig geil. Die werde ich jetzt abbauen und werde die bei Essie und so, bei den anderen, in die Base reinstellen und werde dann hingehen und werde sagen, ey, guck mal, ihr seid voll die Bösen. Man sieht's, man sieht's, man sieht's. Wisst ihr, was ich meine? Oha. Boah, man hört hier sogar diese Schreie und so. Also das ist echt auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Ich baue das jetzt mal hier schnell ab. Und dann würde ich mal sagen, dann werden wir das jetzt gleich alles zu denen hinbringen. Und ich werde noch mehr Blöcke holen. Also wir werden gleich ins Wohngebiet gehen. Und da werde ich richtig viele Blöcke abbauen. Übrigens habe ich ja auch gesagt im Livestream, dass wir den Warden killen werden. Und ich sage euch ehrlich, den Warden werde ich safe auseinandernehmen. Ich werde den Warden hier, so wie ich hier sitze, Leute, killen. Und ich glaube, ich werde das in einem Video... Oh, mein Herz. Leute, Leute, Leute. Halleluja. Puh. Okay, alles gut, Leute. Geht weiter, geht weiter, geht weiter. Wir machen direkt Enderperle zu meiner Base. Und dann werden wir ins Warden-Gebiet gehen. Und da werde ich mich dann mal ein bisschen ausrüsten mit ein paar Warden-Blöcken. Und die werde ich dann schön in der gegnerischen Base platzieren. Das soll jetzt natürlich, das soll einfach nur ein kleiner Prank sein. Wisst ihr, was ich meine? Weil die werden sich wundern. Und dann werde ich so sagen, ja, guck, Essie, wie böse du geworden bist und so. Dass jetzt so selbst der Warden sich bei euch wohlfühlt. Ich werde die heute sowas von hochnehmen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ab geht's. Ey, krank wäre, wenn ich da richtig viele Blöcke place, dass einfach der Warden, überlegt mal, der Warden spawnt bei denen in der Base. Das wäre ja super sowas von wild. Ich werde da oben einfach diese ganzen Teile abbauen und dann hoffe ich einfach, dass der da irgendwann spawnt. Die werden da nie wieder rumlaufen können. Die müssen das erstmal alles abbauen und vielleicht spawnt der. Ich werde richtig viele Blöcke abbauen. Ey, das wird zu lustig. So, erstmal hier. Das dauert immer am längsten. Guck, das dauert hier immer ein bisschen, bis man das abgebaut hat. Zack. Aber haben wir direkt hier drin. Jetzt haben wir schon zwei Katalysatoren. Ich weiß zwar gar nicht, was die alle machen. Ich glaube, diese Teile informieren den Warden und dann gibt es halt noch so Warden-Spawner. Guck mal, die gehen richtig schnell abbauen hier. Die kann ich richtig schnell alles abbauen. Das Gute ist nebenbei... Ach nee, mache ich da überhaupt XP nebenbei? Ich glaube, ja, ein bisschen XP machen wir hier beim Abbauen. Aber das wird jetzt hier schön alles erstmal eingesammelt. Gut, ich würde sagen, wir werden uns gleich sehen, Freunde, wenn ich genug hier von diesen Blöcken habe und wir uns auf den Weg machen, die Base einfach mal so ein bisschen zu verschönern. Weil, das kann man auch nicht von sich weisen, Essie und so, die sind wirklich schon echt böse geworden. Obwohl wir jetzt eigentlich Frieden haben wollen, die sind schon sehr, sehr auf Zack unterwegs und sehr böse. Aber dann kriegen sie jetzt auch mal zu spüren, wie böse die überhaupt sind. Das Geile mit Behutsamkeit ist nämlich wirklich, man kann jeden Block genauso abbauen, wie er ist. Weil Behutsamkeit ist halt wirklich eine richtig geile Verzauberung. Ey, die hätte ich eigentlich schon früher mal nutzen sollen. Jetzt nutze ich das ja immer, um die Ender-Chest abzubauen. Weil jetzt habe ich quasi eine Okay, die Ender-Chest haben wir jetzt gar nicht dabei. Aber ich kann jetzt quasi die Ender-Chest abbauen und überall mit hinnehmen, so dass ich doppeltes Inventar habe, Leute. Das ist auch übertrieben smart. Boah, wie viele Stacks haben wir denn jetzt hier? 2 Stacks, 3 Stacks Skulk haben wir. Dann haben wir hier die Katalysatoren, dieses Skulk-Sensor. Ich würde sagen, Freunde, wir machen das natürlich richtig. Zu wenig gibt es hier vor nicht. Deswegen werde ich noch ein bisschen was nachladen. Leute, ich glaube, ich habe den Warden gerade gespawnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall gerade gehört. Ist er hier gerade gespawnt? Boah, ich hoffe nicht, Leute. Ich hoffe nicht. Ich will hier noch ein paar Blöcke mitnehmen. Aber langsam wird es wirklich ernst. So, ich habe jetzt... Guck mal, ich bin jetzt fast... Das ganze Inventar ist voll mit Wardenblöcken. Also ich würde mal sagen, wir sind gut ausgestattet. Und mit diesen Blöcken werden wir uns jetzt auf den Weg der gegnerischen Base machen. Und werden das da alles mal ein bisschen schöner verschönern, würde ich sagen, Alter. Leute, das wird... Ey, ich sag euch ehrlich, wer gibt sich schon so viel Mühe, seine Freunde mal eine schöne Freude zu machen? Man muss wissen, einige Leute auf unserem Minecraft-Server, wo ihr übrigens alle mitspielen könnt, erster Link in der Beschreibung,
Leute, manche fahren die Blöcke ab und bauen damit sich eine Base. Und überleg mal, ich habe das jetzt die ganzen Blöcke, die ganze Zeit, habe ich jetzt geopfert, um den anderen was Schönes zu machen. Das ist doch geil, oder? So, da sind wir auch schon. Das passt sogar, Freunde. Das wird jetzt eine Nacht-Nebel-Aktion. Wie wir die Base einfach mal ein bisschen cool umbauen. So, einmal hier mit Enderperle hin. Schnell auf Undercover. Ich hoffe, da ist gerade keiner. Weil es sind einige Leute online, aber ich hoffe einfach, dass sie gerade irgendwas anderes machen. Weil ich glaube, den ganzen Tag in der Base chillen, werden die definitiv auch nicht. Und jetzt machen wir Folgendes. Passt mal auf. Hier vorne fängt das schon mal so an. Hier vorne wird es anfangen. Ich werde das jetzt mal hier alles abbauen, den normalen Stein. Und werde das dann gegen Wardenblöcke hier alles tauschen. Also quasi die Infizierung, Leute, beginnt hier vorne. So. guck mal, das sieht sogar ganz nice aus. Da können die ja sagen, was sie wollen, Leute. Das sieht doch ganz sick aus. Hä, voll nice. So, und dann geht's hier weiter, würde ich sagen, in SU Space. Da werden wir mal, was ist das hier alles hier auf dem Boden? Ist das Holz oder was? Hä? Keine Ahnung, was das hier für eine Gegenstände sind. Irgend so komische Blöcke habe ich ja noch nie gesehen. Okay, werden wir hier alles abbauen. Und dann werden wir hier mit der Verschönerung direkt weitermachen, würde ich sagen. Weil dann sieht man auch, das ist ja SUs Haus hier. Und von hier geht das böse aus, Freunde. Ihr habt's gesehen, SU ist voller Hass. Aber warte mal, ich werde mal hier vorne auch noch direkt hier so einen Sensor hin platzieren. Das sieht, glaube ich, auch nochmal ganz cool aus. Direkt hier so ein Sensor. Zack. Ey, das wird so geil, wenn es fertig ist, sag ich ehrlich. So, das kommt ja auch alles weg, Leute. Ich will ja auch nicht alles machen. Also ich will, dass das quasi sich hier so langsam ausbreitet. Dass das quasi so, dass man sieht, okay, das Böse kommt gerade und versucht, die Burg einzunehmen. So, dann kommt hier nochmal so ein Skulk-Spawner rauf. Sehr nice. Und dann haben die hier auch, glaube ich, die ganze Zeit in der Burg, während die hier diese Warden-Sounds haben. Das ist auch geil. Man kann auch sagen, was man will, aber der Boden mit den Warden, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss sogar sagen, es sieht echt geiler aus als vorher. Also die Blöcke haben schon was, ne? Sind auch was Besonderes, weil man die halt nur mit Behutsamkeit abbauen kann. So, guckt euch das an, Leute. Jetzt ist so hier schon mal alles so voller Warnblöcke. Jetzt können wir noch dieses Skulk-Sensor ein bisschen rein. Dann machen wir hier dieser komische Kreischer. Den spawnen wir hier auch. Oh mein Gott. Guck mal hier. Hier kommt ja eigentlich normalerweise der Warden raus. Dann mache ich hier noch ein paar Dinger. Zack. Boah, das ist so geil. Man hört richtig den Warden. Hört ihr das? Hört ihr diese Sounds? Bro, das ist hier richtig gruselig jetzt drin geworden. So, jetzt machen wir hier noch das hier so ein bisschen. Ich will jetzt nicht alles kaputt machen, aber hier so ein bisschen, dass hier quasi der Warden auch langläuft. Das ist halt immer. Ey, die werden so Panik haben, wenn die hier reinkommen. Die werden sich auch denken, was denn hier passiert. So, und das Ganze geht natürlich jetzt, hier fängt das an, das bahnt sich natürlich alles hier nach außen auch. Oh Gott, Timmy ist auch online. Oh Gott, ich habe gleich eine richtig geile Idee, Leute, wenn wir hiermit fertig sind, dann werde ich Timmy das zeigen und werde sagen, ey, guck mal, Timmy, wie böse das hier alles geworden ist. Das ist zu krank. Alter, wie das hier aussieht, Leute. Ich check's nicht. Hilfe, Alter, Hilfe. Also hier ist doch wirklich das Böse zu Hause. Ey, wir hätten uns, glaube ich, nur so einen mehr Kreischer holen sollen. Aber ich gebe mir richtig Mühe sogar. Ich gebe mir... Ey, wir haben noch... Was? Wir haben noch so viele Blöcke? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Also, dass wir so viele Blöcke haben, hätte ich jetzt auch nicht... Boah, jetzt kommen hier sogar Zombies schon an. Die Zombies merken nämlich, wie böse das hier überhaupt... Ey, ganz wichtig, Freunde, ihr dürft das auf keinen Fall SU sagen, was wir hier machen, ey. Ich glaube, das ist schon ziemlich heftig. So, hier kommen noch mal ein paar Sensoren rauf. Zack. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Warte mal, die Blume muss hier natürlich weg. Mit der Blume geht gar nichts. Ey, das ist ja wirklich... Guck mal, die ganze Seite hier von denen... hier mit Warn-Zeugs eingenommen. Alter. Hier vorne können wir ja machen, so fängt es so langsam an. Und dann hat es sich ausgebreitet, weil der Warn gemerkt hat, hier, von unten kommt das, Leute, von unten. Und diesmal braucht auch keiner meckern. Nämlich, wir machen nichts kaputt, Leute. Wir machen gar nichts kaputt. Wir verschönern nur ein bisschen.
kleine Verschönerung. So, das ist der letzte Block. Und das hier, Leute, das ist böses Gebiet. Man sieht's doch. Ey, seid ehrlich, ein bisschen funny ist es schon. Ey, ich will echt ein bisschen so die Reaktion von Essie und so sehen. Alter, wir müssen auf jeden Fall beobachten, wenn die online gehen. Das wäre sowas von nice. Jetzt werde ich erstmal Timmy. Ich werde schon mal Timmy. Timmy. Wichtig. Ganz wichtig. Ist er da, Leute? Timmy ist gerade da. Komm schnell Tisch. Leute, ich schreibe jetzt gerade Timmy. Es ist ganz, ganz wichtig. Er soll jetzt schnell zum Tisch kommen. Und dann werde ich mit ihm hier hingehen und dann werde ich ihn mal fragen, wie er diese ganze Sache hier erklären kann. Holy moly. Okay, okay, komme, aber nicht kämpfen. Hä, was hat er denn schon wieder mit kämpfen? Ich habe ihm gestern seine Rüstung zurückgegeben und jetzt will er schon wieder kämpfen oder was? Was ist denn mit dem los? So, wir sind jetzt hier bei Timmy, seinen Tisch. Und ich werde mich schon mal an den Tisch setzen und dann hoffen, dass er gleich kommt. Okay, Timmy, ey, gut, dass du hier bist. Ich sag dir ehrlich, Alter, ich habe eine richtig kranke Entdeckung gemacht. Eine kranke Entdeckung? Was hast du entdeckt, Stani? Ey, Timmy, tu mir bitte einen Gefallen. Halt dich in Zukunft wirklich von Essie und so fern, ja? Hä, warum? Warum? Erzähl mal, was ist passiert? Komm mit. Okay, warte. Was will der denn hier? Wie, wer will was? Timmy, was will der denn hier? Der beobachtet uns. Nein. Oh mein Gott, du musst ihn erledigen. Warte, oh mein Gott, das ist ein Pillager wieder. Pillager. Nein. Oh, die sind stark, Timmy. Wir müssen ihn erledigen, ne? Warte, ich helf dir. So, weg mit dem. Ist da noch jemand? Könnte sein. Ey, die ollen Pillager, die greifen mich hier schon den ganzen Tag an. Timmy, wir müssen weiter, wir haben keine Zeit, aber das ist jetzt diesmal wirklich ernst. Und wirklich du musst mir. Ernst? Es geht um Sue, oder was? Ja, du musst mir jetzt wirklich mal ein Versprechen geben, ja? Okay, ich gebe dir ein Versprechen, Stani. Okay, wenn du hältst dich jetzt von Sue und so fern, weil. Timmy, ich das will kann ich nicht. Dir nicht versprechen, ey. Doch, ich will nicht, dass du infiziert wirst. Infiziert? Was redest du? Ist hier ein Virus, oder was? Nein. Die arbeiten mittlerweile mit den Worten zusammen. Kennst du den Worten, Ach, Timmy? So ein Blödsinn. Natürlich kenne ich den Worten. Der ist richtig gefährlich und das ja, gefährlichste Wesen auf der Insel. Die wollen den in ihrer Base spawnen. Und die wollen uns damit angreifen, Timmy. Was redest du, Stani? Niemals. Das würden die niemals machen, Die wollen die ganze Insel einnehmen mit diesen scheiß Worten, Mann. Was ist das denn hier? Bro, das meine ich doch. Nein, Stani, geh hier weg, Timmy, es wird doch noch schlimmer, Mann. Was? Aber nicht mal meine Axolotl, ey. Was macht denn der eine da? Guck dir das an, hier sind... Nein. Guck mal, bitte sag Timmy mir und... In die, Timmy, geh da am besten nicht rein. Timmy, die wollen das da drinnen spawnen. Nein, das geht doch. Nein, niemals. Doch, geh mal rein und renn. Geh mal rein. Hörst du das? Ja, ich höre das. Nein. Ey, da. Passiert doch eh nichts, oder? Doch, die wollen ihn hier spawnen, Mann. Wow. Okay, das ist schon ein bisschen krass hier. Na los, komm doch, Warden. Ich sag dir, Timmy, auf jetzt, Mann. Die brauchen hier wahrscheinlich. Guck mal, die versuchen jetzt hier richtig viele Blöcke zu sammeln. Und wollen denn den Warden hier spawnen, Mann? Und wir müssen das aufhalten, Timmy. Ja, okay, wir können die abbauen, wenn du willst. Nein, nicht abbauen. Warum? Nicht abbauen, Mann. Timmy, bist du verrückt oder was? Ich glaube, ich habe ein bisschen... Super, Timmy. Nicht gut. Ja, das könnte sein, dass du dann infiziert wirst auch noch. Wir müssen hier erstmal weg. Nein. Und wir müssen den Inselrat um Hilfe fragen oder so. Okay, hast du recht. Ich muss mal kurz meinen Fischen Tschüss sagen. Mach's gut, kleiner Axolotl, ja? Ey, macht's gut. Der ist draußen, Timmy. Warum ist der draußen? Ich weiß auch nicht, warum der draußen ist. Ey, der wird wahrscheinlich auch Candy, böse. Wir müssen schnell weg hier. Ich muss ihn zurücklassen. Nein. Timmy, lauf vor. Das kann nicht sein, Mann. Als ob Sue sowas machen würde. Oh mein Gott, ich glaube, der Worden ist hinterher. Timmy, ich muss wirklich? Weg. Ich muss weg. Tschüss. Was? Leute, ich habe da so einen dramatischen Abgang gemacht. Alter, wie geil war das jetzt? Ich will mich halt jetzt hier auf die Lauer legen, dass ich ihn beobachten kann, weil ich will natürlich seine Reaktion sehen, wenn er sieht, dass er endlich einsieht, dass der Warden hier alles übernimmt und dass er böse ist und ich werde ihn dann auch quasi so mit ihm reden und so, weißt du? Ich werde dann so tun, als würde ich hier gerade vorbeigegangen sein, zufällig. So, ich hoffe, hier oben sind wir. Ja, hier oben hätten wir eigentlich eine gute Sicht, Leute. Ich muss mal gucken. Oder vielleicht gehen wir da auf den Turm. Das ist Timmy, Leute. Ey, Timmy, was geht? Was machst du noch hier? Ey, ich will hier schauen, ob wirklich der Warden kommt. Ja, aber, der Warden kommt. Safe, Timmy. Okay, aber hier war doch vorher nicht Wardengebiet, oder? Nee, das ist ja das Ding. Das Böse breitet sich ja aus. Okay. Das Böse kommt zum Bösen. Timmy, geh mal jetzt schnell zu deinem Tisch wieder zurück.
Ich versuche hier das noch was aufzuhalten, aber... Ach so. Timmy, ich will mich opfern. Das Ding ist, ich will nicht, dass du verletzt wirst. Zeig mal deine ganzen Sachen, die du da hast. Wie meine Sachen, die ich habe? Ich glaube, ich habe da was gesehen, aber kann auch sein, dass es nicht so ist. Weiß ich nicht. Ah, okay, kann sein, dass es das war. Okay, alles gut. Okay, ich vertraue dir. Ich guck nämlich, wie es hier oben aussieht noch, weißt du? Ja, okay, ich werde mich von Sue fernhalten. Ja, halt dich bitte wirklich fern, Timmy. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ja, mach ich, ey. Oh nein. Sehr, sehr wichtig. Okay, Leute, hier oben haben wir eigentlich einen guten Ausblick, weil hier guckt man selten hoch. Und hier haben wir auch alles im Überblick. Falls Sue kommen sollte, das müssen wir einfach nur warten. Und dann, ich schreibe nochmal rein. OMG, was ist bei Sue's Burg los? Ja, ich habe jetzt geschrieben, Leute, OMG, was ist nur bei Zeus Burg los? Geil, Alter. Okay, Leute, bisher ist er noch nicht zu sehen, aber das sieht schon wirklich sehr, sehr krass aus. Muss man sagen, ich muss mich muten, Leute. Das sieht schon wirklich sehr, sehr krass aus, was ich hier gemacht habe. Ey, ich feiere das sogar, ich sag euch ehrlich. So ein kleines Wortgebiet wäre schon echt nice. Ich glaube sogar, dass die Steine sich nach und nach noch weiter alleine von ausbreiten. Ne? Ich bin mir aber nicht sicher, es dauert... Leute, das ist Sue, Junge. Da ist Sue, Junge. Der... Wo kam der denn jetzt her? Der weiß ja gar nicht, was los ist. Bro, er denkt sich jetzt auch, WTF, was geht hier? Ey, Leute, sollen wir jetzt vielleicht runtergehen? Warte mal, ich will erst mal gucken, was er jetzt macht hier. Der wird sich wahrscheinlich gerade eingeloggt haben. Guckt euch das an, Leute. Ich werde jetzt so sagen, jetzt den Warden noch spawnen wollen. Aha. Guckt euch das an. Bro, überall diese ganzen Blöcke. Hey Leute, der hat sich gerade Hä, wo ist der jetzt hin? Der hat sich gerade ausgelockt, WTF. Ich glaube, der kann selber nicht glauben, was hier los ist. Oh. Hä? Warte mal. Warte. Was ist hier nun passiert? Wer hat hier unsere schöne Stelle verunstaltet? Warum sind hier diese Warden-Blöcke? Warte mal, waren das diese blöden Netherite-Guards? Diese Schilder sind ja auch immer noch hier. Nicht, dass er gleich hier spawnt und dann alles hier drauf geht. Wieso sind hier diese ganzen Blöcke plötzlich hier? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Ich muss hier eigentlich weg, nicht, dass der Typ hier gleich spawnt und alles kaputt macht. Ich meine, jedes Mal, egal wann ich mich hier einlogge, ist immer hier irgendwas los. Die Base von Lukas ist die Base von Russen. Hä, hey, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Hey, Stani? Nein! Stani, wo bist du? Ich seh dich nicht. Bro! Hast du was damit zu tun? Bro, das ist nicht dein Ernst! Nein! Das ist nicht dein Ernst! Du sagst jedes Mal, wie soll ich auf eure Insel kommen und du kommst hierher? Hast du was damit zu tun? Sag Bro, mal ganz ehrlich. Ihr wollt jetzt mittlerweile den Warden spawnen oder was? Bro, ihr seid den krank. Den Warden spawnen? SU, du bist krank. Soll ich den Warden bei mir selber spawnen oder was? SU, bitte verfolg mich nicht. Bleib stehen. Bleib stehen. Aber eine Frage Bro. Will ich dir wieder mal stellen. Ja. Du sagst gestern zu mir, ich soll nicht auf die Seite von dir kommen, aber kommst wieder auf meine Seite. Ja, merkst du wieder diese Doppelmoral? Weil Timmy mich gerade informiert hat, was hier abgeht. Und da wollte ich mich selber überzeugen. Timmy meinte zu mir. Ich bin auch gerade hergekommen. Timmy meinte zu mir. Wo ist er hin, Leute? Ich bin hier bei dir. Ja, Timmy meinte zu mir nämlich, ihr wollt den Warden spawnen, Alter. Timmy hat das gesagt? Ja, Timmy hat das gesagt. Und da habe ich nicht geglaubt. Ist das wieder eine Lüge von dir? SU, bitte tu mir einen Gefallen, Mann. Pack den Dreizack weg. Das hat nichts damit zu tun. Ich pack den, der macht dich böse, SU. Weißt du, was ich gerade denke, Stani? Was ich denn? Glaube wirklich, dass die Netherite Guards echt besiegt sind. So langsam fange ich echt an zu denken, dass du wieder normal geworden bist. Und deshalb, ich lasse dich in Ruhe. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt Warden irgendwie besiegen gehen. Keine Ahnung, warum Warden da ist. Ey, soll ich dir helfen, SU? Damit zu tun? Du willst mir helfen, oder was? Ja, aber pack dir... Ich kann dir noch nicht zu 100% vertrauen. SU! Es hat auch nichts mit dem Dreizack zu tun. Ich glaube, du spinnst langsam wieder. So, dieses 10% musst du noch weglegen, dann bist du der alte, der normale Stand. Ja, auf Wiedersehen. SU, bitte pack den Dreizack weg! Also hast du nicht den Warden beschwört. Warum soll ich das machen? Weil du uns damit angreifen willst. Ja, wenn ich böse wäre, würde ich das bei euch spawnen lassen, aber nicht bei uns.
Niemand kann Warden zähmen, das ist das Problem. Das heißt, wenn der hier gleich auftauchen sollte, dann ist alles bei uns kaputt. Dann habt ihr vielleicht sogar das erreicht, was ihr damals alle vorhattet. Noch mehr Verwüstung, noch mehr Schaden. Gib mir mal für 24 Stunden einen Dreizack. Ich will gucken, wie du dich veränderst. Auf gar keinen Fall gebe ich dir meinen Dreizack. Auf gar keinen Fall. Du musst den Dreizack niederlegen. Ich meine es ernst. Du musst der Alte werden. Was hat das denn damit zu tun? Als ich meinen Dreizack bekommen hatte... Bro, seitdem bist du böse geworden. Du siehst selber nicht. Guck dir das Wortgebiet an. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Guck dir hier an, was du hier gemacht hast. Was hab ich denn da? Wer sollte das denn sonst machen? Wer sollte das machen? Wer hat diese böse Macht? Ich habe eine Vermutung. Wer hat diese böse Macht, um dieses Wortgebiet hier zu spawnen? Ich habe eine Vermutung. Weißt du nicht, dass sich jemand hier als neuer Magier bezeichnet? Der dunkle Magier war das. Der will dein Gebiet einnehmen. Seitdem er da ist, passieren auch seltsame Sachen. Bro, jetzt wird mir so einiges klar. Zieh dich zurück. Zieh dich wieder auf deine Seite deiner Insel. Deine eigene Regel. Ich zieh mich zurück. Bro, das ist mir nichts, Leute. Das ist mir nichts. Mit den Wardenleuten will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist der dunkle Magier, Leute. Alter, das ist ja sowas von... Leute, was haben wir wieder gemacht? Einfach wieder Pfeifen. Ey, Leute, ich würde mal sagen, niemand dürfte das sagen. Er wird erstmal richtig viel Spaß haben bei dem ganzen Abbauen. Und jetzt haben wir es einfach auf den dunklen Magier geschoben. Weil nur so ein kleiner Bank, Leute. Also von daher keine Panik auf den Titanic, würde ich mal sagen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde probieren in der nächsten... Das da. In der nächsten Folge den Warden zu killen, Leute. Denn hoffentlich kriegen wir den Warden kaputt oder so. Das war's gewesen. Tschüss.